Gut, klingt doch gut. Okay, also 6 ist Maximum, was wir haben. 3000 Kredits. Nehmen wir auch noch mit. So, ihr beiden Hübschen dann. Wobei es wahrscheinlich die unhübschesten sind. Ja, wobei, Said ist auch noch ein Kandidat. Kandidat. Das hätte ich vielleicht nicht sagen sollen. Ja, liegt ja im Auge des Betrachters immer, ne? Außerdem ist ja die innere Schönheit, die wahre Schönheit. Einfach nur dastehen und auf sie warten? Ich mag's ja direkt, aber... Wir sollten hinter irgendwas Deckung suchen. Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Bereit! Oh, was ist das? Machen. Ein Kopfgeldjäger. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich gestehen, oder? Ja, ich sehe es. Wie schnell ist der bitte? Will er mich verarschen? Sind beide... Das ist doch alles nicht zu glauben. Meine Fresse. Das hat sich irgendwie alles geändert. Etwas weniger gegen Schild und Bionspatte. Okay. Na, da die Geschichte überspringt. Ich hatte keine Möglichkeit, mehr in Deckung zu gehen. Ich habe X gedrückt, ich konnte nichts machen. Einfach nur dastehen und auf sie warten? Ich mag's ja direkt, aber... Wir sollten hinter irgendwas Deckung suchen. Mezzanine, genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja, wenn ihr mal... Alter, diese KI, es tut so weh. Es tut so weh einfach. Ja, danke, Jack. Ja. Sie haben Kampfdrohnen. So, wisst ihr was? Die beiden werden eh wieder frecken gleich. Boah, der Projektor ist geil. Oh! Ich werde euch vernichten! Weiter! Sehr gut, Jack, sehr gut. So, komm schon. Jetzt darfst du. Zubi! So, was ist denn mit dir hier? Ich kann nicht mehr in Deckung. Es ist so zum Kotzen. Boah. Ich meine, normalerweise, wenn du doch durch irgendwas... Keine Ahnung. Was ist das? Explosionsschaden? Keine Ahnung. Du wirst... Deine erste oder deine, wie soll ich sagen, deine natürliche Reaktion ist doch zu Boden zu gehen durch die Erschütterung und nicht irgendwie rumzustehen und rumzuwackeln. Keine Ahnung, ey. Einfach nur dastehen und da, wenn ich zu Boden gegangen wäre, dann wäre ich ja hinter der Deckung. Wir sollten hinter was Deckung also geschützt. Ja, Mezzanine, kommt her, ihr beiden Vollidioten. Nehme Mann. Deckung! Normalerweise dürfen die ja gar nicht wissen, wo ich jetzt bin. Ah, shit. Feindliche Drohne! Habe
Schilde verloren. Ein noch. So. Okay. Ja, so doch effektiv. Ihr seid ja schon wie Schrotflinte, ich werd bekloppt. So. Kryo. Ah, es droppt ab. Na, ich mach mal Kryo. Nee. Oh! Nein, 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 nein. Ich leg euch alle aktivieren! Das war jetzt Dummheit. Aber alles gut. Warum ist Jack jetzt? Ich verstehe es nicht. Das gleich. Am besten mache ich einfach nichts. Das wäre das Allerbeste. Dann kann ich euch getroffen werden. Weil es eigentlich wirklich. Gut, das ist ja an sich. Zeigt ja, dass dieser Kopfgeldjäger ein guter Kämpfer ist. Weil sobald ich. Keine Ahnung, mit der Stirn über die Deckung gehe, er deckt diese Raketenwerfer auf mich schießt. Das ist ja in Ordnung. Aber keine Ahnung. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Ja. Nehme Deckung! So. Hallo Leichen. Ich hatte doch vor 3 Sekunden dem Grunt befohlen, zu da hinten hingehen, oder nicht? Oder habe ich das geträumt? So, Vibe. So, mein Freund. Jetzt. Nimm das. Habe ein Ziel gefunden. Der wird wahrscheinlich hier rumkommen. Ja, wenn er das macht, hat er gleich, kriegt er gleich die dreifache Dingens. Hallo? So, mein Freund. Einmal, zweimal. Und natürlich noch ein. Drittes Mal. Yeah, direkt auf den Arsch. Wo ist er, den er peripher tangiert? Verstanden. Alles klar. Hallo? Die eine, die vermisse ich die ganze Zeit schon. Schicke Drohne los. Ah, ist nett, dass die Drohne schickst. Habe die Schilde verloren. Ey. Ah, ich bräuchte dann das hier. Ich habe den Kontakt verloren. Auf die Drohne! Ach, das war gar nicht der Kopf. Ja, es waren die mit ihrer. Mit. Wie heißt der Angriff? Verbrennung am Feuer. Kampfdrohne im Einsatz! Unterstützung bei der Flieg! So. Einmal, zweimal, dreimal fertig. So, jetzt nochmal hier mit der Viper. So. So möchte ich das bitte gerne sehen. Das war lustig. So. Seht ihr, ist nichts passiert. Alles gut. Mal gucken, ob es jetzt fertig ist oder ob noch irgendwas kommt. Ich habe nichts mehr von den Teams 4 und 5 gehört. Keine Sorge, mein Team ist immer einsatzbereit. Ich weiß nicht, wo er ist. Noch nicht. Nur keine Sorge.
hier keine Verstärkung. Ich werde damit schon fertig. Alles unter Kontrolle. Ich gehe jetzt selber runter. Umdrehen. Ganz langsam. Verdammt! Haben Sie den Attentäter gesehen? Warum suchen Sie nach ihm? Sie gehören nicht zu Nasana-Söldnern. Wer sind Sie? Wenn Sie meine Fragen beantworten, lasse ich Sie gehen. Hören Sie, selbst wenn ich wüsste, wo er ist, würde ich es Ihnen nicht sagen. Ich hatte auf eine andere Antwort gehofft. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Erschießen Sie mich ruhig, meine Leute sind gleich da hinten. Die machen Sie dann sowas von fertig. Also ich habe das gesehen, also nicht, dass ich denke, ich hätte das jetzt irgendwie übersehen oder so. Oder hätte das verpasst. Nee, also ich finde es ein Bitch-Move, also keine Ahnung. Nee, der Typ, gut, der hat sich ja so gesehen nicht ergeben, aber er ist unbewaffnet. Also von daher ist das halt wirklich assi. Deswegen seien Sie nicht dumm. Ist eine kleine Information es wert, dass man dafür stirbt? Ist Nasana es wert? Nein, wohl nicht. Okay, also gut. Mein letzter Stand ist, dass der Attentäter auf dem Mezzanin war. Aber die Teams auf der Brücke dachten auch, sie hätten ihn gesehen. Genau weiß es keiner. Verschwinden Sie von hier. Geh schon. Das kann man natürlich nur hoffen, dass er auch sein Wort hält und geht und nicht uns in den Rücken fällt. Weil das wäre natürlich dann ein Bitch-Move. Aber es kommen wir ja mit Nettigkeiten nicht weit, leider, dieser Art. Diese Datenscheibe enthält eine Liste mit genetischen Informationen über die Familie Kirosa. Aha. So, da geht's rein und da geht's rein. Ist praktisch überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen Berichte über ihn. Wir glauben, er geht durch die Lüftungsschächte. Fürs Glauben werden Sie nicht bezahlt. Finden Sie ihn, sofort! Komm schon. Als nächstes wirft sie uns den Hunden zum Fraß vor. Kann ich vielleicht irgendwie die hacken oder so in irgendeinem Terminal? Was zum? Nein, kann ich nicht. Scheiße. Das war blöd. Ach, Jack. Ach nee. Ach Mann. Das habe ich nicht nach links geguckt. Fuck. Gut, ich weiß auf jeden Fall, dass die beiden, oder nicht nur die beiden, die alle uns dann angreifen werden. Okay. Ja. Warte mal, ich mache ja auch mal Disruptor drauf. Das ist nämlich jetzt die Waffe meiner Wahl, weil ich ein bisschen mehr Munition noch habe. Genau. Sehr schön. Ich kann mich aufhalten. Da war so ein scheiß Köter hinter mir. Das gibt es so alles nicht. Ich habe mich schon gewundert, wo der zweite ist. Ja, der war hinter mir. Okay. Wobei, das kann man nicht als Hund bezeichnen. Also, keine Ahnung, es läuft auf vier Beinen. Es können tausende verschiedene Tiere sein. Also vier Pfoten, quasi. Er ist praktisch überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen Berichte über ihn. Wir glauben, er geht... Okay, warte mal. Das war Dummheit von mir. Ich wollte unbedingt einen Nahkampfkill mal wieder. Ne, die Fenris-Max, die nerven so richtig hart einfach. Die nerven sowas von hart. Kann ich nicht einfach hier bleiben? Doch, warte mal, habe ich denn.
Ich habe aber kein Schussfeld, seht ihr? Ah, warte mal. Klar habe ich ein Schussfeld. War ein bisschen dumm von der Jack, aber... So, wo sind die anderen? Einer ist mal nicht hier lang gelaufen. Was habe ich jetzt keinen dummen Fenris-Mac mehr, der mich flankiert? Überall. Wie meinen Sie das? Wir haben von mehreren Etagen berichtet. Oh. Wir glauben, er geht durch die Lüftungsschicht. Glauben, er wird nicht bezahlt. Finden Sie ihn sofort. Komm schon. Als nächstes wirft sie uns den Hunden zum Fraß vor. Zu weit weg. Hätte ich natürlich auch benutzen können, vorhin habe ich aber einfach übersehen, nicht bedacht, wie auch immer man es nennen will. Ja, es ist leider keine Schrotflintenreichweite, tut mir leid, genießt. Ich hätte jetzt eigentlich Warp gebraucht, aber habe ich nicht. Wegen der. Ah ne, das habe ich glaube ich schon geschafft, oder? Muss ich gleich mal nachgucken. Die Trophäe meine ich jetzt. Barriere mit Warp vernichten. So, Jack ist noch tot, das heißt, es geht noch weiter. Die Frage wird natürlich sein, von wo. Hinten vielleicht. Oder kommt vielleicht noch ein schwerer Mech. Das würde mich jetzt nicht überraschen, muss ich gestehen. Was ist denn mit dir los? Sag mal. Was ist denn für einer? Nein, nein, Alter. Ich will sie ihn doch an. Boah, der Spiel, Alter. Ja gut, ist nicht schlimm, weil er muss eh in die Nähe kommen, aber... Juppie, Jack ist zurück. Na, hat er uns fast dran gekriegt. Ich erstatte dir gleich Bericht, ich muss aber erstmal hier das umgehen. So, das war das, dann ist das, okay. Da.
Sind hier drinnen alle in Ordnung? Zurück! Zurück oder ich schieße! Waffe runter, Sie Kröte! Ich will Sie nicht verletzen, aber ich werde... Mich verletzen? Ich habe kaum was gespürt. Telon! Ganz langsam. Er ist mein Bruder. Ich will nur sehen, ob er in Ordnung ist. Sind Sie die Leute, die den Söldner erschossen haben? Ich war's nicht. Und Ihr Bruder wohl auch nicht. Nein. Telon stand hier neben mir. Was genau ist passiert? Der Söldner hat uns gefunden und gebrüllt, wir sollen uns bewegen. Wir gerieten in Panik und dann hat er noch mehr geschrien. Ich dachte schon, er würde uns umbringen. Und dann ist sein Kopf einfach explodiert. Telon hat die Waffe des Söldners an sich genommen, aber zum Gehen hatten wir zu viel Angst. Dann sind Sie aufgetaucht. Sauberer Schuss. Sehr schön. Wie sicher ist die Brücke da draußen? Die Brücke ist stabil, aber das eigentliche Problem ist der Wind. Wenn der sie nicht runterstößt, werden es die Söldner definitiv auch versuchen. Die laufen da draußen in Massenraum. Ich suche jemanden, vermutlich den Typen, der diesen Söldner getötet hat. Telon dachte, er hätte jemanden gesehen, der uns folgt, aber er ist ein wenig angespannt. Ich habe außer den Söldnern niemanden gesehen. Ist die Brücke der einzige Weg zum Penthouse im anderen Turm? Von hier aus? Ja. Das wird aber nicht einfach. Auf der anderen Seite patrouillieren Söldner. Wovor Nassana sich auch versteckt. Es muss ziemlich furchteinflößend sein. Hier oben sind immer noch Söldner. Sie sollten in die unteren Etagen gehen. Dazu müssen Sie mich nicht lange überreden. Telon, komm schon, steh auf. Können wir jetzt nach Hause gehen? Ja. Wir verschwinden von hier. Danke.